Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Warum begrüße ich euch im Hauptmenü und warum sieht das Hauptmenü, zumindest der Hintergrundbildschirm, ein bisschen anders aus? Dazu kommen wir sofort. Und zwar, wenn ihr links unten in die Ecke schaut, dann seht ihr die Version 1.3. Das heißt, der Patch ist endlich erschienen, 1.3. Und natürlich ist er erschienen eine halbe Stunde, nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe. Ich wollte ja eigentlich auf diesen Patch warten. Hatte dann aber keine Zeit mehr dazu. Ich brauchte am Freitag quasi unbedingt neue Folgen, also musste am Freitag aufnehmen, um am Wochenende Folgen zu haben. Selbst da war es eigentlich schon zu spät, weil ich es dann abends gar nicht mehr geschafft habe, die Folge für samstags zu schneiden. Ich hatte noch langen Besuch und den Samstag war ich zum größten Teil unterwegs. Deshalb bin ich erst Samstagnachmittag überhaupt dazu gekommen, die Folge für Samstag zu schneiden, zu rendern, hochzuladen und zu veröffentlichen. Die ist dann sehr spät gekommen, das tut mir leid, sorry dafür. Und ja, wie gesagt, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, eine halbe Stunde später hieß es dann über Twitter, der Patch ist online. Ja, also wir spielen ab sofort mit der Version 1.3. Und ich bin jetzt im Hauptmenü, weil ich euch etwas demonstrieren möchte, etwas zeigen möchte. Ich habe schon ein bisschen gerade rumexperimentiert damit. Wir stehen im Moment von dem Hintergrundbild her vor unserem Haus in Scarlet. Und ganz zu Anfang, man sieht auch hinten in der Schmiede unseren Vater arbeiten. Den sieht man da zwischen den Fässern gerade. Und zuerst hat man auch unsere Mutter noch gesehen, die ist dann hier ins Haus reingegangen. Das ist das neue Hintergrundbild scheinbar, zu dem man gelangt, wenn man aus dem Spiel raus die Funktion Speichern und Beenden benutzt. Das ist ja eine neue Funktion, die jetzt zugefügt wurde. Und man kann jetzt eben beim Beenden des Spiels speichern und dann kommt man hier in dieses Bild quasi rein. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist der Spielstand, den ich angelegt habe. Wir haben uns ja zuletzt in der Mühle von Ratai verabschiedet. Ich habe dann nicht mehr viel gemacht. Ich habe ein bisschen im Inventar rumsortiert, dazu komme ich gleich noch. Und habe mich dann schlafen gelegt. Und nachdem ich jetzt den Patch runtergeladen hatte, wollte ich natürlich ausprobieren, die Sachen, die mich überwiegend interessiert haben, vor allem eben das Schlösserknacken und das Speichern. Und ich habe nichts anderes gemacht, als aufzustehen aus dem Bett quasi, wo ja gespeichert wurde dann zuletzt, und bin hinter die Mühle gelaufen, wo Onkel Peschek, wir wissen ja, dass der krumme Dinger dreht, der hat dort eine Übungstruhe stehen zum Schlösserknacken. Das heißt, das ist eine Truhe, die man immer wieder knacken kann. Da ist nichts drin. Wenn man die geöffnet hat, kann man reinschauen. Es ist nicht, die ist halt leer. Und sobald man wieder wegguckt und sie dann wieder anschaut, ist die Truhe wieder verschlossen und man kann sie wieder öffnen. Also man kann immer wieder das Schlösserknacken dort ausprobieren und erlernen. Und das wollte ich eben tun. Das heißt, ich habe nicht viel mehr gemacht, als aufzustehen, hinter die Mühle zu laufen, das Schlösserknacken zu versuchen und habe dann an dieser Stelle quasi gespeichert. So, jetzt bin ich hier gelandet und ich zeige euch das eben. Wenn ich jetzt auf Spielstand laden gehe, haben wir hier die verschiedenen Spielstände. Wir kennen hier unten zum Beispiel die mit dem Sternchen. Das sind die, die angelegt werden, wenn man zu bestimmten Stellen in den Quests kommt oder eine Quest, ja, ich glaube, nee, beim Abschließen nicht mal, aber wenn man eine neue Quest annimmt, dann wird ein Spielstand angelegt. Oder wenn man halt innerhalb einer Quest irgendwelche wichtigen Ereignisse erreicht hat. So, dann haben wir hier den Spielstand mit dem Retterschnaps. Den habe ich in der vorletzten Folge, glaube ich, angelegt. Ja. Genau, vorletzte Folge müsste das gewesen sein, im Wald vor dem Kumanenlager. Da habe ich das erste Mal einen Retterschnaps getrunken. Das ist also dieser Spielstand. Ja, und dann die grauen hier sind die normalen, die angelegt werden, wenn man irgendwo schläft und speichert. Und hier ganz oben haben wir jetzt einen mit dem rötlichen Hintergrund und diesem Türsymbol. Und das ist der Spielstand, den ich gerade angelegt habe, nachdem ich eben da an dieser Truhe ein bisschen rumgewerkelt habe. Und ja, der quasi jetzt über das Verlassen und Speichern des Spiels entstanden ist. Und wenn wir jetzt diesen Spielstand laden und wieder ins Spiel reingehen, dann schauen wir mal, was passiert. So, wir stehen hier, genau wie ich sagte, hinter der Mühle quasi von Onkel Peschek an dieser Trainingskiste. Hier habe ich, wie gesagt, dann einfach mal genau über diese Funktion Speichern und zurück ins Menü habe ich hier gespeichert. Und jetzt sieht man schon, wenn ich jetzt versuchen würde, nochmal zu speichern, dann steht unten schon der Hinweis, damit überschreibst du deinen letzten Speicherstand, der beim Beenden des Spiels angelegt wurde. Das heißt,
Ich könnte jetzt natürlich hier irgendwie ein paar Schritte weglaufen und das Ganze dann irgendwie nochmal machen. Ne? Ich mache irgendwas anderes in der Zwischenzeit und gehe dann wieder auf Speichern und zurück ins Menü. Dabei wird allerdings der Speicherstand von hier drüben dann überschrieben. Also es gibt immer nur einen einzigen solchen Speicherstand, den man über das Verlassen des Spiels angelegt hat. Und die Sache ist auch die, wenn ich jetzt hier stehe und diesen Speicherstand geladen habe und jetzt wieder in die Ladeliste gehe, dann ist der weg. Also hier oben, das war, ups, der hier 49, das war der letzte, den ich angelegt habe übers Schlafen hier in der Mühle. Und 50 wäre dann jetzt eigentlich der Speicherstand gewesen, den ich gerade geladen habe. Der ist jetzt tatsächlich aus der Liste verschwunden. Das heißt, ich könnte nicht diese Speicherfunktion dafür missbrauchen, mich eben ja entweder vor so eine Truhe hier zu stellen und zu sagen, ich speichere einmal, bevor ich die Truhe öffnen will und versuche dann immer wieder sie zu öffnen. Und wenn es nicht funktioniert, dann lade ich neu oder eben auch vor gefährlichen Situationen wie dieses Kumanenlager, sag ich mal. Wenn ich mich dahingestellt hätte und hätte gesagt, ich speichere über das Verlassen des Spiels, lade das dann wieder neu und versuche mich immer wieder an diesen Kumanen. Und wenn es eben nicht klappt, lade ich das jedes Mal wieder neu. Das funktioniert nicht. Das heißt, in dieser Art und Weise kann man erstmal diesen Spielstand nicht missbrauchen. Ich habe allerdings die Idee gehabt, wie man das eventuell auch wieder umgehen könnte. Es funktioniert mit ein bisschen Aufwand. Und zwar, wenn ich jetzt das Spiel eben nicht über Speichern und zurück ins Menü beenden würde, sondern einfach, ich sag mal, auf brutale Weise hier in meinen Startbildschirm gehe und das Spiel einfach beende, also einfach, ja, einfach ausmache, ohne irgendwie über ein Menü zu gehen oder so weiter, es dann wieder komplett neu starte, dann ist der Speicherstand wieder da. Das habe ich gerade eben getan, um das einfach auszuprobieren. Dann war er wieder da in der Liste und ich konnte wieder an dieser Stelle hier starten, eben mit der Kiste. Ist allerdings ein enormer Aufwand, vor allem wenn man halt dieses ganze Intro von wegen, ne, Karl der Vierte und seinen Sohn Wenzel und so weiter, das kommt ja bei jedem Starten des Spiels und das muss man sich jedes Mal wieder anhören. Also wenn ich jetzt versuchen würde, eben so eine Situation, eine gefährliche oder eine Truhensituation oder so, damit so zu gestalten, dass ich sie immer wieder neu ausprobieren kann, dann wäre das mit einem gewaltigen Aufwand verbunden und ich müsste halt jedes Mal das Spiel komplett beenden, ohne irgendwas zu speichern oder so weiter, und es wieder starten, mir das ganze Intro anhören, dann den Spielstand wieder laden, es neu versuchen, wenn es nicht klappt, wieder das Spiel beenden. Ja, das ist also die Sache. Diese neue Speicherfunktion ist durchaus sinnvoll, gerade für jemanden, der zum Beispiel Let's Plays aufnimmt oder so. Ich muss halt jetzt nicht mehr zwangsläufig bis zu einem Punkt spielen, an dem ich speichern kann, sondern ich kann halt tatsächlich sagen, keine Ahnung, die Folge ist mir jetzt schon zu lang. Ich beende sie hier an dieser Stelle, mache aus. Ich muss etwas zu essen besorgen. Und ja, wir haben Hunger, ich weiß. Und wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Also ist schon sinnvoll, aber es ist halt kein wirklich handhabbares, also nicht in dieser Form, wie man es eben von anderen Spielen kennt, dass ich vor bestimmten Situationen einmal speichere und sie dann immer und immer wieder ausprobieren kann. So ist es auch nicht gedacht. Finde ich ganz fair, finde ich einen coolen Kompromiss und ja, freut mich. Ja, und dann zum Schlösserknacken selber. Jetzt stand ich schon da hinten und bin gar nicht drauf eingegangen. Ich habe es mir angeschaut. In erster Linie hat es sich vor allem ein bisschen optisch verändert, aber nicht von der Art des Spiels her, sag ich mal, oder von der Art des Knackens her. Man sieht jetzt, dass dieses ganze Schema hier ja viel mehr Orientierungspunkte hat im Prinzip. Es ist ein bisschen ausgeschmückter und ich denke, das soll dazu dienen, dass man sich eben hier diesen Punkt, an dem die Kugel golden wird, dass man den besser im Auge behalten kann, dass man sich mehr orientieren kann und diese Stelle eben besser merken kann. Nach wie vor finde ich das Schlösserknacken sehr schwierig mit dem Controller. Ich habe es jetzt ausprobiert. Wir hatten 10 Dietriche, glaube ich, im Inventar. Ich habe beim ersten Mal, als ich es versucht habe, alle 10 an dieser Kiste aufgerieben. Also die sind alle wieder abgebrochen. Ich habe es überhaupt nicht geschafft. Dann habe ich es halt durch das Spiel neu starten und so weiter, habe ich es nochmal versucht. Und ich glaube, ich habe jetzt 1 oder 2 abgebrochen. Ich weiß es gar nicht. Ach, wir haben noch 9. Ja, ich habe 1 abgebrochen. Und dann ist es mir tatsächlich beim zweiten Mal gelungen, die Truhe zu öffnen.
Und dadurch habe ich dann tatsächlich auch direkt einmal die Fähigkeit Schlösser knacken verbessert, weswegen ich mir dann dachte, hey, speicher nochmal. Finde ich gut, will ich jetzt so beibehalten. Also zumindest das. Es ist nicht unheimlich viel leichter geworden, finde ich, jetzt persönlich. Aber es ist zumindest machbar. Jetzt zumindest an dieser leichten Truhe war es, glaube ich. Und ja, wir müssen mal schauen, ob wir eben noch die ein oder andere Truhe finden, an der wir ein bisschen üben können. Vor allem sehr leichte Truhen und leichte Truhen dann halt, um eben diese Fähigkeit ein bisschen zu verbessern. Ich wollte ja eigentlich einen recht ehrbaren Heinrich spielen. Ich lasse das Pferd mal hier stehen, glaube ich. Das brauche ich gerade nicht. Ich will ja nach Rathei rein. Ich will ja eigentlich einen ehrbaren Heinrich spielen. Ich merke in den letzten Folgen schon, dass das ein bisschen abdriftet. Ich habe auch in den Kommentaren dazu schon gehört, dass wir ja mehr eine Hau drauf sind und uns irgendwie durchprügeln und so weiter. Das wollte ich eigentlich gar nicht so. Das passiert irgendwie andauernd. Wir kommen immer in Situationen, wo das dann einfach irgendwie geschieht. Und jetzt auch speziell in den letzten Folgen mit den Kumanen. Der eine hatte sich ja ergeben und ich wollte eigentlich ursprünglich einen Heinrich spielen, der dann eher gnädig ist und sagt, okay, lass deine Waffen liegen und hau ab. Und jetzt habe ich aber festgestellt, wenn ich das tue, kriege ich ja keine Ohren. Ich sammle ja im Moment die Kumanenohren, die ich hier Herrn Robert bringen möchte, gegen ordentlich Kohle. Und ja, wenn ich natürlich die Leute laufen lasse, dann wird daraus nichts. Also irgendwie schafft es das Spiel immer wieder, selbst mich davon zu überzeugen, irgendwie von diesem Pfad der Tugendhaftigkeit abzuwandern. Ich bin mal gespannt, wohin uns das noch führt. Ich habe nach wie vor nicht vor, irgendwie Hab erst vor kurzem großartig. angefangen. Was ist mit Jeden euch Abend, los? wenn noch genug Licht ist, macht sie sich ans Werk. Und mittlerweile ist Achso, sie nicht irgendwer, nur ich glaube, irgendeine Frau, die angefangen hat zu sticken oder so oder irgendwas zu machen, Glück irgendeine und Gesundheit, Handwerkskunst. Heinrich. Ja, dir auch. Was wollte ich Willkommen, sagen? Heinrich. Achso, genau, ich will nach wie vor nicht irgendwie durch die Städte laufen und die ganzen Leute ausrauben, also in deren Häuser schleichen und Truhen knacken oder so weiter. Aber ich muss halt zusehen, dass ich irgendwie vielleicht das Schlösserknacken doch erlerne, damit ich eben auch in solchen Kumanenlagern oder eben bei Schatzkisten oder sowas eine Chance habe, die zu öffnen. Wo gucken wir hin? Das funktioniert auch immer schön, wenn man irgendwo steht und einfach nach oben guckt und alle, die vorbeikommen, schauen dann auch. Aber hier gibt es nichts zu sehen. Der wollte uns tatsächlich nur verarschen, glaube ich. So, jetzt bin ich schon hier hochgelaufen und bin noch gar nicht so weit mit allem, was ich erzählen wollte. Ja, im Moment. Huch, ich schaue jetzt erstmal auf die Karte mal wieder. Ist vielleicht ganz sinnvoll, weswegen ich eigentlich hier bin. Ich sagte ja, ich habe ein bisschen in meinem Inventar rumgewerkelt, als ich in der Mühle war. Und ich habe im Moment hauptsächlich Waffen im eigenen Inventar, die ich nicht behalten möchte. Die möchte ich also verkaufen. Allerdings würde ich, genau, hier ist der Schleifstein. Ich würde ganz gerne vorher beim Schleifstein vorbeischauen und sehen, ob ich diese Waffen nicht eventuell noch ein bisschen verbessern kann, weil ich glaube, dass man da erstens einen besseren Preis für bekommt, je besser der Zustand der Waffe ist natürlich. Und zweitens würde ich halt gerne erlernen, wie die Arbeit am Schleifstein funktioniert. Und ich glaube, dass man darüber eventuell auch die Fähigkeit steigert, seine eigene Ausrüstung eben in Stand zu halten, also das Reparatur oder was das ist. Und bevor ich aber jetzt meine eigenen Klingen schon am Schleifstein wetze und eventuell kaputt mache, denn das ist scheinbar auch eine Möglichkeit, sie damit zu verschlechtern, möchte ich das erstmal mit den Klingen ausprobieren, die ich verkaufen möchte. So, und hier scheint der Schleifstein zu sein. So, dann bin ich nämlich mal gespannt, was wir damit machen können. Ich schaue nochmal gerade ins Inventar und zeige euch das eben. Achso, nee, hier Waffen. Genau, das sind eigentlich jetzt alles. Moment, die Fackel nehme ich mal in die Hand. So, das sind eigentlich alles Waffen und Dinge hier, ja, Bogen und Metallschild, die ich nicht unbedingt behalten möchte. Und da könnten wir jetzt mal schauen, ein paar davon haben einen schlechten Zustand. Sehen wir mal, ob wir da irgendwas machen können am Schleifstein. Und lernen das einfach mal. So, offenbar kann ich die vier hier bearbeiten, irgendwie. Dann fangen wir doch mal. Obwohl, das Sachs hat doch einen Zustand von 100. Was soll ich denn damit machen? Zustand 100% oder ist das die Haltbarkeit? Ich dachte, es würde um den Zustand gehen. Vielleicht geht es auch um die Haltbarkeit. 26.
Was sagen die anderen? 55? Hier unten 26 auch? Und da 23? Okay, ja, schauen wir einfach mal. Ich fange mal mit, wir nehmen mal das Sachs hier unten, das einen Zustand von 63 hat. So, und jetzt, oh Gott, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Schärfen. Wenn du deine Klingen scharf halten und dir Reparatursets sparen willst, also es geht tatsächlich darum, es ist quasi die gleiche Arbeit, die verrichtet wird wie mit den Reparatursets, kannst du Schleifsteine zum Schärfen nutzen, wie du sie bei jeder Schmiede vorfindest. Nähere dich einem Schleifstein, beginne den Vorgang mit A und wähle die zu schärfende Waffe aus der Liste aus. So, was haben wir jetzt? Die Waffe muss entlang der ganzen Schneide geschärft werden. Mit dem rechten Stick wählst du die gewünschte Stelle aus. Okay. Also damit bewegen wir die Waffe am Schleifstein entlang. Du musst die Klinge im korrekten Winkel zum Schleifstein halten. Ist der Winkel zu flach, wird die Schneide nicht geschärft. Ist der Winkel zu steil, machst du die Schneide stumpf. Genau, das meinte ich nämlich. Man kann sich am Schleifstein eben auch die Waffen kaputt machen. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, mit dem rechten Stick, wenn ich ihn nach oben oder unten bewege, dann kontrolliere ich den Winkel. Alles klar. Interessant. So, und dann mit dem linken Trigger hältst du den Schleifstein in Bewegung. Außerdem musst du mit rechten Trigger den richtigen Druck ausüben. Ach du Scheiße, das ist ja eine richtig komplizierte Geschichte hier. Den richtigen Druck ausüben, um die Klinge zu schärfen. Verbraucht auch Ausdauer. Okay. Korrektes Schärfen erkennst du an fliegenden Funken. Quillt jedoch schwarzer Rauch unter der Klinge hervor, beschädigst du sie gerade. Alles klar, also hoffentlich sehen wir gleich Funken und keinen Rauch. Eine gut geschärfte Klinge ist glatt und glänzt. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Also, wie war das? Ich kann, genau, die Waffe einmal so entlang ziehen. Die sieht auch wirklich ein bisschen mitgenommen aus schon. Dann kann ich den Winkel ändern. Ja, guck mal, das ist auch überhaupt keine gerade Kante da vorne. Hey, schaut euch das an. Heinrich kommt uns besuchen. Okay, und dann den Druck mit dem rechten Trigger und Treten mit links. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal mit Treten an. Damit bewegen wir den Schleifstein. Dann halte ich die Waffe... Oh, da sind schon Funken, das ist doch schön. Warum hat er jetzt aufgehört? Ich muss den die ganze Zeit... Ah, ich muss den immer wieder treten, ja. So, ich fange jetzt mal an dem Ende hier vielleicht an. Na komm, warum hört er immer wieder auf zu treten? Der hört immer wieder auf mit dem... Oh ja, da sind Funken. Hey, Funken! Funken sind gut. Oh, da war glaube ich gerade ein bisschen Qualm. Ich wundere mich nur gerade, dass der immer wieder aufhört, den Stein zu treten hier. Oh, da war wieder Qualm, glaube ich. Na komm, warum dauert denn das so lange, immer wieder anzutreten hier? Das ist irgendwie komplizierter, als ich dachte noch. Bei der Beschreibung dachte ich schon, es wäre kompliziert, aber... Ich krieg den Druck auch gerade irgendwie überhaupt nicht richtig hin. Gott. Da sind Funken. Funken sind gut? Nee, Qualm ist schlecht. Ich will Funken sehen. Oh Gott. Das ist ja eine richtig komplizierte Sache. Ich weiß auch überhaupt nicht, sehe ich jetzt, ob ich die Waffe schon verbessert habe oder nicht? Woran sehe ich denn das? Oh, da ist Qualm. Oh, ganz viel Qualm. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, hier drüben war es irgendwie besser. Hier hat es besser funktioniert, habe ich das Gefühl, an dem Ende. So, nochmal. Ich sehe mal wieder ein bisschen Funken und dann aber wieder richtig Qualm hier zwischendurch. Und der hört immer wieder auf, sich zu drehen. Ich bin hier die ganze Zeit... Ist so schnell die Energie mal leer? Ich achte da nicht so drauf. Oh, da waren schön viele Funken gerade. Schön, dass du da bist. Da sind viele Funken. Jetzt habe ich mir die Werte natürlich nicht gemerkt. Ich weiß nur, Haltbarkeit war irgendwie 26. Tue ich mir gleich an den Fingern weh, wenn ich hier... Nee, weiter geht's auch gar nicht. Oh, da ist Qualm. Nein, halt, kein Qualm. Da, Funken. Funken sind besser. Gott, richtig komplizierte Angelegenheit. Wir halten mal an. Ich schaue mir die Waffe jetzt mal an, ob sich da irgendwas geändert hat. Ich bin mir überhaupt nicht sicher.
Hat sich da jetzt irgendwas dran getan? Das war dieses Sachs hier, die Haltbarkeit 65 war doch vorher schon so, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine, es wären vorher schon Zustand 65% gewesen, Haltbarkeit 26. Hat sich da jetzt irgendwas dran getan? Ich weiß es nicht. Ist ja ulkig. Wir benutzen noch mal eine andere Waffe. Vielleicht mal zu schauen, wie das mit der Axt hier funktioniert. Da schauen wir jetzt noch mal. So, Haltbarkeit ist 23 und Zustand 64. 23, 64. Jetzt benutzen wir die mal. So, das sieht auch schon ganz anders aus hier. Die muss man auch ganz anders halten, scheinbar. Von da nach da und Winkel. Okay, ich fange mal an dem Ende an, quasi. So, dann schauen wir mal. Na, tritt weiter, Junge. So, 23 und 64 oder sowas war das, ne? Schauen wir gleich mal nach. Komm, mach doch. Ich weiß nicht, warum der immer wieder aufhört, den Stein zu treten. Oh, da kommt Qualm. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, ich habe aber auch das Gefühl, das ist gleichzeitig. Da kommt gleichzeitig Funken und Qualm. Ist es denn jetzt gut oder nicht gut? Das sieht doch gerade gut aus. Das sah sehr gut aus gerade mit den Funken. Da kommt wieder Qualm. Okay. So, ich hör mal auf. Und was haben wir jetzt mit dieser Axt angestellt? 23, Zustand 90. Also der Zustand verändert sich tatsächlich. Der Zustand wird besser im Idealfall, zumindest. 90%, die hatten wir eben definitiv nicht. Das heißt, die Axt haben wir tatsächlich ein bisschen verbessert. Sehr schön, dann weiß ich schon mal, in welche Richtung das gehen soll. Also wir verbessern den Zustand der Waffe damit. Okay, wieder was gelernt. Interessant, das heißt, ich werde mich wahrscheinlich... Warum habe ich eigentlich die Fackel in der Hand? Pack die mal weg. Ich werde mich wahrscheinlich im Off... Ach, guck mal, der sieht fast aus wie unser Vater. Naja, von der Kleidung her nur. Auch nicht wirklich. Ich labere Mist. Ich werde mich wahrscheinlich im Off dann hier an den Schleifstein setzen und die paar Waffen nochmal ein bisschen schleifen, bevor ich sie beim nächsten Mal verkaufe. Das ist doch schon mal was. So, was wollte ich noch? Ich wollte den Aktivitätengeber hier finden, weil ich die Hoffnung hatte, dass das Herr Robert ist. Da drüben steht übrigens mal jemand am Pranger auch, hier in Ratei. Das hatten wir bisher, glaube ich, auch noch nicht. Bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher, aber ich glaube, bisher war der Pranger hier immer leer. Auch er möchte wieder was zu trinken haben. Das haben wir in Uschitze schon mal gemacht. Mit dir sein, Heinrich. Vielen Dank. Ich kann leider nicht mit dem hier reden und erfahren, was denn der Verurteilte hier getan hat. Oh, und ich habe auch gerade überhaupt nichts zu trinken für ihn da. Bitte. Tut mir leid. Ich habe nichts. Tut mir leid. Ich würde ja. Ich habe ja ein gutes Herz, aber ich habe leider kein Wasser. Tut mir also leid für dich. Wo ist jetzt der Aktivitätengeber? Ich hatte die Hoffnung, dass das Herr Robert ist, dem wir die Ohren verkaufen sollen. Aber irgendwie bin ich jetzt schon dran vorbei und habe ihn nicht gesehen. Das heißt, nee, das ist auch jemand. Das ist hier jemand. Bist du das? Alex! Du hast einen Namen. Dann reden wir mal mit dir, Alex. Hab alles verloren. Guten Tag. Dir auch einen guten Tag. Wie lebt es sich in Ratei? Was genau ist in Skalitz geschehen? Wie geht es den Flüchtlingen? Da sehe ich jetzt noch keine Aktivität. Vielleicht ist es auch dahinter in dem Laden jemand, dass ich mich jetzt vertan habe und ihn hier fälschlicherweise als Aktivitätengeber identifiziert habe. Naja, wir reden einfach mal mit ihm. Wie behagt dir das Leben in Ratei? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich. Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden, wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Capon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Okay, das ist doch unser Aktivitätengeber. Und ich habe das Gefühl, dass das wieder auf die gleiche Aktivität hinausläuft, wie bei allen anderen Aktivitätengebern. Es wird wahrscheinlich wieder Wildern sein. Er sprach ja gerade schon von der Jagd, auf die wir gegangen sind.
Und von den hungrigen Mäulern, also nehme ich an, genau, wir haben auch schon direkt die Antwort, ich bin kein Wilderer. Irgendwie nehme ich doch die ganzen Aktivitäten an, die mit Wildern zu tun haben, habe auch noch keine andere gefunden. Also Aktivität scheint immer irgendwie Wildern zu sein. Obwohl, nee, Herr Robert, stimmt, der ist ja auch Aktivitätengeber, der schickt uns ja auf Kumanenjagd. Stimmt, das ist kein Wildern, das ist Kumanenjagd. Aber ansonsten wollen die meisten tatsächlich entweder irgendwelche Felle oder irgendwelches Fleisch oder halt irgendwas, wofür wir wildern müssen. Ja, ich meine, die anderen habe ich jetzt auch angenommen und ich möchte ja auch tatsächlich irgendwann zur Jagd gehen. Von daher, je nachdem, was die brauchen, kann man ja mal gucken, ob man es nicht mitbringen kann. Aber wir können nicht alle Flüchtlinge versorgen, das ist klar. Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Razzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Naja, auch für uns scheint es ein Risiko zu sein. Ich wurde ja auch schon gefilzt im Wald von einem Wildhüter. Also auch für uns ist das nicht risikolos. Aber wie gesagt, ich würde die Jagd schon gerne ausprobieren. Und wenn wir dabei was mitbringen können... Warum nicht? Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch. Also werden Sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich. Das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar. Ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Alles klar. Ich bringe dir welche. Das sage ich so einfach, als wäre das jetzt schon beschlossene Sache. Na, schauen wir mal. Bring Alex Hasenfleisch. Also es hat wieder mit Wildern zu tun. Ja, wo ist denn Herr Robert, wenn nicht er der Aktivitätengeber war? In Neuhof stand er ja eigentlich auch nicht mehr. Dann ist er bestimmt mit Herrn Ratzig weitergezogen. Also hier in Neuhof wurde er ja auch nicht mehr angezeigt. Zuletzt hatten wir ihn hier oben im Wald irgendwo an der Seite getroffen. Aber jetzt scheint er nicht mehr da zu sein. Herr Ratzig hat gesagt, er zieht irgendwo... zu einem anderen Ort, Merhojet oder so. Da sollen wir hinkommen, nachdem wir weitere Sachen über die Banditen rausgefunden haben. Ich weiß also nicht, wo der Ort ist, aber es kann natürlich sein, dass Herr Robert ihn begleitet hat. Das würde dann bedeuten, dass wir ihn hier auch gar nicht treffen und ihm die Ohren gar nicht bringen können. Das ist natürlich schade. Ich hatte auf ein bisschen Geld gehofft, um dann auch hier gerade bei den ganzen Händlern ein bisschen handeln zu können. Oh, ich sehe gerade, hier ist noch ein Hinweisgeber. Achso, das könnte natürlich wieder der Vogt sein. Den hatten wir schon mal. Aber vielleicht redet er ja mittlerweile mit uns über den Hinweis, den er hat. Da schauen wir mal. Und dann wollte ich gleich noch eine Sache ansprechen. Aber wir schauen jetzt erstmal nach dem Hinweis. Oder ist das hier der Hallo, Schneider? Da war das jetzt gerade derjenige... Nee. Oder? Bewegt er sich? Nee, es bewegt sich nicht. Aber die Händlerin ist es auch nicht. Es ist da vorne irgendwas. Entweder da vorne oder hier oben. Das kann natürlich auch sein. Du bist es nicht. Und jetzt verschwindet es wieder. Jetzt laufe ich genau drauf rum. Das bist aber nicht du, ne? Nee, dann ist es über uns wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich der Vogt sein, nehme ich an. Der war ja hier oben. Achso, und hier ist doch der Schreiber, oder? Moment, lass mich mal kurz... Hier ist doch eigentlich die Schreibstube. Den Schreiber selber habe ich nur immer noch nicht gefunden. Wir sind ja hier schon mal durchgelaufen und haben den irgendwie gesucht, aber... Hier gibt es einen Keller. Ach so, doch, hier ist ja genau der Kerker. Den haben wir schon mal gesehen. Da war ich schon mal. Zum Glück noch nicht drin, noch nicht als Insasse, aber... Wir hatten uns das schon mal angeschaut. So, schön alles wieder zumachen. Wo ist denn der Schreiber hier? Kann der denn uns nicht noch irgendwie was beibringen oder uns ein paar Bücher? Jetzt haben wir wieder einen privaten Bereich. Das hier sieht sehr nach Schreiber aus. Hier, das ist genau die richtige Ecke, aber die Person ist nicht da. Der Schreiber selber... Ah, Schloss knacken. Da sind bestimmt Bücher drin. Ich möchte Bücher.
Ja, und genau das ist das Problem. Selbst für harmlose Dinge stehlen. Oh nein. Oh, wie verlockend. Oh mein Gott. Selbst für harmlose Dinge, die wir uns kaufen wollen, wie Bücher, also wenn wir quasi vorhätten, ein Gelehrter zu werden, selbst dann braucht man halt eine Menge Kohle. Und die muss man erstmal ranschaffen. Und dafür wiederum braucht man mindestens ein paar Kumanenohren. Also irgendwie... Oh, ist das der Schreiber oder ist das der Vogt? Nee, das ist wieder der Vogt. Guten Tag. So, dann fragen wir ihn jetzt nochmal nach den Neuigkeiten. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen. Der Vikar des Bischofs kam nach Uschitze. Und nicht mal Herr Hanusch weiß, was der hier will. Irgendwas ist da im Busch. Mehr weiß ich nicht. Aha, beim letzten Mal hat er uns gesagt, hier geht nichts vor, worum ich mir Sorgen machen müsste oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er uns keine Informationen gegeben. Und jetzt haben wir zumindest schon mal irgendetwas erfahren, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich damit anfangen kann. Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Galitz Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Skaletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Okay. Ja, erstmal, wir nehmen erstmal alles an, ne? Würde ich sagen. Können wir ja mal rumfragen. Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Ah, das ist dann natürlich sehr unbeliebte Arbeit. Da muss ich halt dann 2 Leute wahrscheinlich zuteilen, ja, die das auch nicht so gerne machen werden. Gehe ich mal von aus. Okay. Ja, wir fragen einfach noch mal ein bisschen weiter hier. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja, der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Skalitzern sich am besten eignet. Ach, guck mal, mit Alex haben wir ja schon gesprochen. Der hat uns allerdings eine andere Aufgabe erstmal gegeben. Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Okay, ich hoffe, dass wir nicht irgendwie falsche Entscheidungen treffen können und dann nachher mit den Konsequenzen. Also wenn wir jetzt die falsche Person zur Köchin ernennen oder zum Träger und da irgendwas schief geht, dass das dann auf uns zurückfällt quasi. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Okay. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Okay, also am besten Leute, die fit sind und keine Verletzungen haben oder ähnliches? Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das.
Ah, das ist doch zumindest ein Argument. Ja, das klingt wirklich nach keiner sehr schönen Arbeit, aber vielleicht können wir damit dann doch jemanden dazu verlocken, quasi, wenn wir ihm den doppelten Lohn in Aussicht stellen können. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel Glück. Ja, wunderbar. Gespeichert hat's auch mal wieder. Das heißt, wir haben von ihm sowohl einen Hinweis auf eine andere Quest als auch eine eigene Quest bekommen, die er uns gegeben hat. Das ist doch schon mal schön. Ich würde unheimlich gerne einfach mal kurz in das Regal hier reinschauen. Oder Moment, stehle ich damit direkt irgendwas Konkretes? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich damit erstmal ins Regal reinschauen kann. Ich guck mal hier einfach auf das Regal drauf nur. Ah, okay, dann sehen wir das nämlich. Der heilige Was Adalbert. war das denn? Hab nichts. Oh. Keine Ja, Bewegung! okay. Ja, ja. Ergib Ich dich! wollte doch nur gucken, Du was da hast für das Bücher gibt. Gesetz gebrochen Ist ja und okay, wirst ja. verhaftet! Genau. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Ich wollte doch nur schauen, was da für Bücher drin sind. Ich wollte keins davon nehmen. Ich habe auch nichts gestohlen. Ich habe eigentlich nur ins Regal geschaut. Also das ist jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, die Reaktion. Ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen. Ich lade mal eben neu und dann erzähle ich das noch. So, da sind wir wieder. Wenn ich jetzt wirklich etwas hätte stehlen wollen oder wenn ich versucht hätte, tatsächlich etwas zu stehlen und wäre dabei erwischt worden, dann finde ich es durchaus auch richtig, die Strafe und die Konsequenzen erstmal so anzunehmen. Also jetzt die Verhaftung quasi oder so. In dem Fall habe ich einfach nur in das Regal schauen wollen, um zu sehen, was da überhaupt für Bücher drin sind. Und keine Ahnung, dafür jetzt sich hier mit dem Vogt zu kloppen und ins Gefängnis zu gehen, finde ich dann doch ein bisschen ungerechtfertigt. Einfach dafür, dass wir in ein Regal geschaut haben. Aber gut zu wissen, dann weiß ich das jetzt auch. Es reicht schon alleine nur sich. Ach so, Schloss knacken. Ich kann die Tür gar nicht zumachen. Es reicht schon alleine, einen Blick ins Regal zu werfen. Man muss gar nichts rausnehmen. Das reicht schon, um sich unbeliebt zu machen. So. Wir hatten hier noch etliche andere Dinge, die ich machen wollte. Zum Beispiel andere Hinweisgeber und andere Questgeber. Ich schaue nochmal gerade auf die Karte. Ich weiß, dass es in der Burg, genau, hier unten gibt es auf jeden Fall schon mal einen Questgeber. Jetzt ist die Frage, das, worauf er uns, hier oben. Das, worauf er uns aufmerksam gemacht hat, das scheint hier oben zu sein, dieser Questgeber. Und dafür sind nämlich auch die Sternchen bei den Schenken. Würden jetzt weggefallen, denn die hatten ursprünglich auch jeder noch ein Sternchen. Ich nehme an, die hätten uns auf die gleiche Quest aufmerksam gemacht. Genau, und hier oben nämlich auch. Der hier hatte eigentlich auch noch ein Sternchen, da wäre ich normalerweise auch noch hingelaufen. Können wir uns jetzt alles sparen? Das scheint alles auf diese Quest hier hinzudeuten. Und die könnten wir uns dann auch mal holen, genauso wie diese hier. Außerdem haben wir hier die Bettler noch für den Faustkampf. Da überlege ich noch, ob ich das einfach mal versuchen sollte. Wir müssen ja leider um Geld kämpfen, aber naja, man könnte es mal ausprobieren. Ich laufe mal die Straße hoch und währenddessen erzähle ich euch noch eine weitere Sache. Und zwar hatte ich ja immer wieder vergessen, diesen Code für die Schatzkarten einzulösen. Das habe ich mittlerweile getan. Das Problem ist aber folgendes: Es hat nicht wirklich funktioniert. Das heißt, es hat insofern funktioniert, als dass der Code natürlich gültig war und so weiter. Ich habe das runtergeladen, ich habe es installiert und so weiter. Aber ich habe die Schatzkarten nicht im Inventar, kann ich euch hier auch zeigen. Also sie sind weder, ups, sie sind weder hier im Inventar, bis auf die eine, die wir mal gekauft haben, noch sind sie in der Truhe, in der Mühle, noch sind sie in den Pferdesatteltaschen. Sie sind einfach nicht bei mir angekommen. Das Problem scheint zu sein, davon gehe ich jetzt zumindest aus, dass man die normalerweise bekommt, wenn man Ratei das erste Mal erreicht. Also wenn man aus dem Prolog raus ist und nach Ratei kommt, dann bekommt man wohl normalerweise diese Schatzkarten entweder ins Inventar oder in die Truhe gelegt. Ich glaube, in der Truhe liegen die dann, wenn man quasi aus dem Fieberwahn aufwacht. Und ja, an diesem Punkt bin ich ja jetzt schon eine ganze Weile dran vorbei. Ich nehme an, dass das Problem sein wird, dass ich deshalb diese Karten eben nicht bekommen habe. Ich müsste jetzt mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich das Spiel neu starte oder einen alten Spielstand nehme und dann nochmal wieder quasi zum ersten Mal nach Ratei komme, ob ich die dann bekomme. Das hilft uns allerdings nicht für diesen Spielstand hier. Das heißt, hier werde ich erstmal so nicht an diese Karten drankommen
und kann entsprechend auch erstmal die Schätze nicht suchen, was sehr, sehr schade ist. Und eventuell werde ich da auch nochmal den Support anschreiben oder so, oder mal schauen, ob sich das irgendwie, keine Ahnung, machen lässt. Aber im Moment habe ich da keine große Hoffnung. Das scheint einfach ein Problem zu sein, wenn man den Code zu spät einlöst und eben nicht noch im Prolog ist. Also ist zwar eigentlich ein bisschen bescheuert. Ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, ich nehme an, dass er unser Questgeber ist da, Herr Hanusch. Deswegen halte ich mich gerade mal zurück. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht das Spiel beim nächsten Mal, wenn wir eine Quest annehmen oder so, wie wir es jetzt gerade eben getan haben, dass es dann realisiert, quasi wenn sich das Ganze aktualisiert, dass es dann realisiert, dass wir über diesen Punkt schon hinaus sind und eigentlich die Karten haben müssten, dass wir sie dann bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass das jetzt auch nicht geschehen ist. Sie werden jetzt auch nicht unten in der Kiste liegen. Vielleicht passiert das auch beim nächsten Aktualisieren der Hauptquest. Aber allzu viel Hoffnung hätte ich dahingehend nicht. Das heißt, ich könnte höchstens halt, wie gesagt, das Spiel einmal neu starten, schauen, wenn ich dann Ratei erreiche, ob ich diese Karten bekomme. Und dann könnten wir sie uns in diesem anderen Spielstand anschauen und gegebenenfalls, keine Ahnung, einfach mal die Stellen absuchen. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Ach, der ist da unten wahrscheinlich durch. Ja, da unten. Und uns dann die Stellen, wo die Schätze sein sollen, anschauen. Ich weiß nicht, ob man die auch finden kann, wenn man die Schatzkarten nicht hat. Das wäre jetzt noch so eine Idee als kleiner Workaround quasi. Gott sei mit dir, Heinrich. Aber es sollte auch irgendwie ein Rüstungsteil oder irgendwie ein Gambeson oder sowas geben mit diesen Schatzkarten. Den werde ich dann natürlich auch leider nicht bekommen können. Das ist so ein bisschen dumm gelaufen. Aber ja, bin ich im Prinzip selbst schuld, weil ich das nie zu Anfang gemacht habe, diesen Code einzugeben. Und ja, jetzt habe ich halt das Problem am Arsch. So ist es leider. So, wir sprechen noch mit Herrn Hanusch. Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern, was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Okay, ja genau. Fangen wir erstmal damit an. Was macht ein Vikar überhaupt? Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vicarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Das ist ja auch mal ein geiler Name. Spinko Hase von Hasenburg. Super. Okay, ja, und was heißt das jetzt für uns? Was sollen wir da machen? Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer. Und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Okay. Das scheint ja für ihn eine wichtige Aufgabe zu sein, dass man uns die jetzt so anvertraut und er vor allem auch sagt, ah Heinrich, gut, dass du gerade da bist, denn ich habe hier ein Problem. Also, dass er niemand anderen dafür findet quasi, ist auch schon wieder interessant. Ja, wir haben also mittlerweile schon eine recht hohe Stellung in Anführungszeichen hier ergattert. Wir werden mit immer wichtigeren Aufgaben betraut. Das ist doch schon mal schön. So, ich werde mich gleich darum kümmern. Was, wenn es hier wirklich Ketzer gibt? Hast du ein Problem mit dem Erzbischof? Das ist nichts für mich. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das jetzt sage, dann heißt es, okay, alles klar, viel Glück und wir drehen uns rum und gehen. Das heißt, ich würde erstmal eigentlich das hier fragen, aber als ich damals mit dem Pater Godwin in Uschitze gesprochen habe, da habe ich es auch so gemacht, dass ich erst irgendwie die zweite und dritte Frage gestellt habe und dann bin ich zur ersten quasi nicht mehr gekommen, weil dann das Gespräch beendet wurde. Das ist immer so ein bisschen blöd,
dass ich nicht weiß, ob ich wirklich die Fragen alle noch stellen kann oder in welcher Reihenfolge ich sie stellen kann. Aber ich frage jetzt einfach mal das hier. Und was, wenn hier wirklich Ketzer sind? Mein Junge, hast du jemals einen Ketzer gesehen? Nein. Na siehst du, ich auch nicht. Die meiste Zeit erfinden die Prälaten sie einfach, um die Leute zu ängstigen. Setze also nicht allzu viel Vertrauen in ihre Existenz. Aber wenn er wirklich welche findet, dann kümmere dich um sie. Aber stelle sicher, dass dieser Drecksack von hier verschwindet. Liegst du mit dem Erzbischof irgendwie im Streit, Herr? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber es gibt keine Garantie, dass er es nicht auf mein Anwesen abgesehen hat. Wie sollte er es denn in die Finger bekommen? Erzbischöfe haben lange Finger, mein Junge. Und jetzt, ganz ohne den König, ist das die Gelegenheit, einen netten kleinen Hort anzuhäufen. Glaub mir, ich weiß das. In Prag sagt man sich, dass er ein Narr wäre, aber das bezweifle ich. Weshalb? Das ganze Adelsgeschlecht ist furchtbar durchtrieben. Ich weiß das besser als die meisten. Aha. Ah, wunderbar. Wir haben sogar unsere Redekunst noch verbessert. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir kümmern uns darum. Jetzt gleich ist die Frage, ob wir das gleich machen, aber prinzipiell würde ich sagen, werden wir uns irgendwann drum kümmern. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Okay. Spinko Hase von Hasenburg. Alter, hör auf, mich anzurempeln. Sprich mit dem Vikar. Ja, wir haben jede Menge neue Aufgaben bekommen. Eigentlich ziemlich cool. Und unten in der Burg gibt es, wie gesagt, auch noch eine. So, schauen wir mal in unsere Liste rein. Das sind ja jetzt alles Nebenquests, vor allem. Hier, das Wasser oder Scheiße würde mich vor allem jetzt interessieren. So, da sollten wir zum einen mit Alex sprechen. Das ist wahrscheinlich er hier, das A, oder? Genau, sprich mit Alex aus Galitz. Da saß er ja auch vorhin schon an der Stelle. Und mit dem Händler Hagen, der ist hier drüben dann irgendwo. Das wäre wahrscheinlich eine Sache, die ich beim nächsten Mal machen wollen würde. Außerdem möchte ich mir hier unten in der Burg den anderen Auftrag abholen. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit werde ich wahrscheinlich nochmal an den Schleifstein gehen. Gab es hier oben nicht? Moment, hier oben gab es doch auch einen Schmied. Der war hier vorne, oder? Hat der hier nicht auch vielleicht einen Schleifstein? Mal gerade schauen. Ich bin auch überzeugt, dass ich eben... Doch, hier ist auch noch einer. Wunderbar, kann ich den auch benutzen. Ich wollte auch eigentlich eben noch irgendwas gesagt haben, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ist aber egal. Fällt mir entweder wieder ein oder war nicht so wichtig. Irgendwas wird es sein. Ich würde aber sagen, die Folge ist für heute wieder lang genug. Es ist leider auch nicht allzu viel passiert. Wir haben uns hauptsächlich Quests abgeholt und über den Patch 1.3 gesprochen. Jedenfalls über das Speichern zumindest. Und ja, Schlösserknacken hatte ich was zu gesagt, dass sich das hauptsächlich optisch verändert hat, aber immer noch ein bisschen kompliziert ist. Aber naja, wir müssen halt mal schauen, ob wir es irgendwie verbessern können. Das ist halt die Sache mit dem Heinrich, der eigentlich ja kein Dieb sein sollte. Ich will auch ungerne zu Onkel Peschek gehen und ihn jede Menge dafür bezahlen, dass er uns ausbildet quasi im Schlösserknacken. Finde ich auch irgendwie nicht den richtigen Weg für unseren Heinrich. Und deshalb ja, ist die Frage, inwiefern wir zukünftig mit dem Schlösserknacken zu tun haben werden. Hieß es nicht... Moment, fällt mir gerade ein, wo ich den Schmied sehe. Es hieß doch bei der Stadtführung hier, als wir mit Nachtigall unterwegs waren, dass es mit dem Schmied auch irgendwelchen Ärger gibt. Lass uns mal kurz mit denen reden hier. Guten Tag. Hallo auch. Achso, hier können wir ja auch Sachen reparieren lassen natürlich. Lass uns handeln, wegen Ratei. Okay, der scheint jetzt hier nichts irgendwie dazu zu sagen zu haben, aber ich meine... Nachtigall hätte doch gesagt, es gibt irgendwelche Scherereien mit dem Schmied und sein Lehrling springt ein. Aber wir könnten ja helfen. Wir und unser Vater oder Meister oder wer auch immer, wir könnten helfen. Daraufhin haben wir ihm dann erzählt, dass unser Vater in Scarlet gestorben ist. Also ich erinnere mich da schon dran, dass er irgendwas über den Schmied gesagt hat. Aber ich glaube, wir können hier jetzt gerade nicht unheimlich viel darüber erfahren. Es sei denn, wir finden den Lehrling. Das könnte er hier sein.
Vielleicht sagt er irgendwas, Schmiedelehrling. Gott sei mit dir. Wegen Ratei können wir nur fragen. Ja, und das sind irgendwie... Ja, das sind so die Standardfragen, die haben nichts mit ihm und seinem Meister zu tun. Na gut, dann eben nicht. Vielleicht ist es auch eine Sache, die für später irgendwann ist, dass wir auch mehr Erfahrung und Ansehen erst kriegen müssen, bevor man uns hier irgendwas über den Schmied erzählt. Keine Ahnung. So, aber jetzt bin ich wieder soweit zu sagen, die Folge ist lang genug. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann sage ich mal tschüss, macht's gut und bis dann.